Ziel von dem heutigen Video ist erstmal, dass wir die Gabel servicen, weil die hat schon seit 2, 3 Jahren überhaupt keinen Service mehr gesehen. Das ist eine alte RockShox Agyl, die gibt es gar nicht mehr, die wird nicht mehr hergestellt, mit RCT Solo Air, glaube ich, was das alles ist. Und wenn ich die geserviced habe, also mal alles groß machen, die Dichtung, alles mögliche, halt Öl wechseln, werde ich die pink ansprühen, ja? Genau, also baut erstmal das Laufrad aus. Dann muss man halt mal gucken beim Rebound. Merkt euch auf jeden Fall, wie ihr den eingestellt habt. Weil bei meinem ist es jetzt eigentlich so, dass ich einfach bloß ein bisschen drehe und dann dran ziehe. Dann geht diese Splint hier schon raus. So einen alten Pott. Ich glaube, ein Tropfen Öl verseucht keine Ahnung wie viele Tonnen Liter Wasser oder sowas. Also muss ja nicht ins Grundwasser kommen. Deswegen. So, der Bike-Stand von Aldi hier hält wahrscheinlich überhaupt nicht gescheit, weil die Luft muss raus. Ja, so, um die Gabel jetzt erstmal auseinanderzubauen, braucht ihr entweder einen Gummihammer. Ich habe halt jetzt einen normalen Hammer mit Holz, dass ich die Schrauben nicht kaputt mache. Braucht den 5er Imbus. So, ist hier so ein Spalt, dass wir erstmal draußen sind. Also wenn das ein 5er Imbus ist, ungefähr so ein bisschen Platz dazwischen, keine Ahnung, das Holzgummi und hau da mal dagegen. Hoffentlich habt ihr es gesehen, dass jetzt diese Schraube weiter reingerutscht ist. Ich hau hier nochmal mit dem Hammer drauf. So, das war's. Deswegen bin ich zu doof hier zum irgendwas machen. Irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Hä? Was ist mit den Tutorials los? Die stimmen mir alle nicht, die bescheißen mich. Der kurze Ferkel. Alter, was? Geht die nicht raus? Oh ja. Oh. Warum hängt die denn so? Man hört auch voll, dass das hier noch anschlägt irgendwo innen. Oh, oh, jetzt kann ich nicht mehr Fahrrad fahren, wenn ich das nicht mehr zusammenbaut kriege. Da, ihr seht ja diese kleinen Einmuldungen da, bei denen hängt der irgendwie drin. Da ist ja gar nichts mehr an Öl drin. Da tropft jetzt noch ein bisschen Öl raus, da drüben gar nicht mehr. Da sind jetzt ein paar Tropfen daneben gegangen, aber ich habe ja untergelegt hier, also von daher. Ich mache es jetzt erstmal so grob sauber und dann tue ich die erstmal lackieren. Eigentlich sollte man Isopropanolreiniger nehmen, weil das dann bloß reiniger Alkohol ist und Bremsenrein ist, glaube ich, ein bisschen aggressiver. Aber ich habe halt jetzt nichts anderes da. Den ganzen Scheiß hier ein bisschen sauber da. So, raus. So, dann schaue ich mal, dass ich jetzt erstmal alles sauber mache. Das brauche ich jetzt euch nicht alles zeigen. Was ich gerade auch gesehen habe, hier sind übelste Kratzer drin. Also das merke ich heute. Hört man das? Auf der Seite ist wahrscheinlich gar kein Öl mehr gewesen. Hier ist so ein schöner Reiniger für alles mögliche. Geht bei meinem Bremsenreiniger, also das ist ja kein Lösungsmittel. Der nimmt ja bloß entfettend und Bremsenscheiße weg. Geil, jetzt habe ich es abgerissen. Super toll. Qualität, Wuppitz. Es ist Qualität. Habt ihr hier so einen schönen, weiß ich nicht, so Seife eigentlich? Weiß ich nicht, ob das damit weggeht, aber ich denke mal schon. Oh ja, das geht gut weg. Man kann es auch noch ein bisschen einwirken lassen. Ja, genau, Bio. Also es ist auf jeden Fall umweltfreundlich und es reinigt auf jeden Fall besser wegen des Schmarrn vom Supermarkt. Also auf jeden Fall, das ist schon mal was Positives zum Kettenöl, was er mir gegeben hat. Das teste ich dann noch wann anders. Aber so für einen groben Dreck, jetzt hier so trockene Stellen, die sind auf jeden Fall ganz gut weggegangen. Ich habe jetzt nicht alles hundertprozentig gemacht, weil wie gesagt, das kommt eh runter. Hier brauchen wir auf jeden Fall eine 24er Nuss mit einem Seveuve. Oha, einfach mal ein bisschen sauber machen hier. Ich denke mal, frisches Öl nachfüllen, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Wenn ihr da oben zu wenig Öl drin habt, dann habt ihr halt auch nicht mehr so eine schöne Funktion der Dämpfung von der Feder. Deswegen muss da oben halt genau richtig viel Milliliter, je nachdem was die Angaben halt sind, drin sein, weil dann dämpft es halt immer wieder schöner, wenn da ein bisschen mehr Öl drin ist. Es ist zwar nur was drin, aber keine Ahnung, das ist wahrscheinlich auch viel zu wenig. Boah. Leck mich! So Leute, und ihr seht jetzt, hier sind diese Kugeln drin und da sind die ganzen Nutzeln da, wo das immer umeinander tut und deswegen kann man das ja so hier. Dann gibt es diese konischen Knackgeräusche und das geht immer recht streng. So, super Web Grease, das ist halt ein sehr dickflüssiges Grease, also es hat ein schönes Fett hier richtig. Zahnpasta. Ganz geil, dass ich das auch bekommen habe dafür und ich tue das jetzt einfach mal hier so ein... Ich weiß gar nicht, ob er da Fett hingehört, aber das ging immer recht streng. Glaube ich, dass es da oben jetzt nicht verkehrt ist, wenn da Fett ist. Also ich weiß nicht, wurscht, was ich für Zeug benutzt, aber dass ich sage, das ist gut, dann ist das meine ehrliche Meinung und nicht irgendwas Gesponsertes in den Arsch geschoben, weil da habe ich auch keinen Bock drauf, dass ich euch da bloß anlüge und sage, ja, kaufen, kaufen. Mein Gott, ein gutes Zeug kostet halt ein wenig Geld, das muss man halt auch berechnen, Leute. Also es ist nicht so, dass immer alles schick günstig ist und vom Supermarkt, also da müsst ihr euch auch im Klaren sein. Fahrradfahren ist ein teurer Sport. Oh, ist das braun. Naja, so macht man das. Ich lasse das immer ein bisschen hängen, aber ich hoffe, der reißt mir jetzt nicht ab und geht nicht mehr raus. Ach, geil, jetzt steckt's drin. Leute, Alter, das war keine gute Idee. Das ist ja fast immer rausgegangen jetzt. Und da habe ich mit dem Schraubenzieher wieder umeinander kratzen, man. Wenn ihr eine Gabel so reinigen wollt, dann macht ihr auf jeden Fall mit einer Sprengzange da unten diese Böbeln auf. Und dann kommt ihr da auf jeden Fall schön ran. 5 WT Liter. Das sind auf Nadel 1 143, ich sag's dir. Ja, keine Ahnung, was das jetzt ist, aber das wird schon passen. Voll, so wie ich, und da nein.
Rest hier kippt man nur rein. Ich versuche jetzt damit meine Reifenheber von Petrus, diese komischen Dichtungen und alles da rauszukriegen. Eigentlich braucht man die ja dafür, dass man halt den Mantel von der Felgen kriegt und so. Oh Leute, guckt euch mal an. Aber da sieht man halt ganz klar, die sollen wirklich weiß sein und nicht komplett schwarz. Also weg damit. Ich nehme jetzt die Seite hier von dem Reifenheber, gehe jetzt hier drunter und mache immer wieder so ein bisschen so hin und her. Stück für Stück um. Ja. Jetzt seht ihr, wie das aussieht. Das heißt, hier liegen halt diese Dinger drin. So. Und dann kommt das Teil hier so drauf. Die Dinger empfehle ich euch deswegen, weil die relativ massiv sind. Ihr habt jetzt gesehen, ich muss schon ganz schön drauf drücken. Nächste Runde rein. Stopfen Sie die Bombe bis nach hinten. Zack, jetzt gehen wir wieder von unten her. Immer so hin und her puppeln. Dann könnt ihr dann ja da schon wieder mit den Fingern nehmen. Jetzt nehmen wir hier die Schrammbutte. Ganz, ganz wenig. Hier bloß so innen rein in diese Schalen, sag ich mal. Hier unten kann man tatsächlich schon ein bisschen mehr hin tun. Ja, geil. Hoch. Hoch. Das ist ja schon vorgefettet. Am besten, wenn ihr einen Gummihauer habt, immer hier außen drauf klopfen. Also ja nicht hier innen, weil das ist der weiche Gummi, der wo dann hier so für die Dichtlippen ist. Mir ist der GoPro-Akku jetzt leer gegangen. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, Alter. Die habe ich allein nicht reingekriegt. Das heißt, ich habe meinen Dad geholt, der hat die Gabel gehalten halt hier am Boden. Ich habe damit eine 32er Nuss halt, wie gesagt, dann draufgehauen. Die habe ich vorher aber auch noch in den Kühlschrank oder ins Eisfach halt gelegt. Aber nicht so lange, dass die nicht durchgefroren, sondern bloß, dass sie einfach kälter werden und sich zusammenziehen. Hat soweit dann funktioniert, dass wir es dann reinklopfen konnten, aber auch wirklich mit viel klopfen. 15 WT Öl, das braucht ihr dafür, das habe ich halt hier dann rein, habe die Schaumstoffdinger da rein eingetunkt und dann jeweils 10 Milliliter in einmal 10 Milliliter da rein und einmal da drüben halt dann unten durch die Löcher, wenn alles umgedreht war, also das Bike ist im Kopf gestanden, dann habe ich das halt darüber gezogen, halt hier rein, dann diese Ringe, die Metalldinger wieder drauf. Im Öl halt auch, wenn ihr das unten reintut, dass ihr die Gabel auf Anschlag stellt, dass ihr halt unten das Gewinde seht von diesen Stäben, die ihr gesehen habt, wo die Schrauben reingehen. Und dann zieht ihr das einfach so 1-2 cm nur weg, dass halt das Öl nicht in das Gewinde reinfließt, sondern halt eben zwischen diesem Stab, diesen silbernen und dem ganzen Rohr. Weil es soll ja dann eigentlich hier dran vorbeifließen, innen und oben in den Schaumstoff, halt dann wieder, wenn man das Bike umdreht und so, halt wieder das hier mit neuem Öl befüllen, sage ich mal. Schrauben dreht ihr dann, weil es ein M6 ist, 6, 7 Newtonmeter zu, mehr habe ich jetzt auch nicht gemacht. Und das war ein Wupitz. Das war Wupitz. MTB-Künste. Wupitz, Wupitz, MTB-Künste. Wupitz, MTB-Wünsche.